Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Seven Days to Die. Und naja, wir suchen immer noch Seven Steine. Days to Bly, meinst du? Ja. Wir suchen immer noch Steine, ne? Ja, Steine sind ein rares Gut. Übrigens sind es, ich glaube, es ist eine ganze Gruppe von Zombies. Echt? Ich geh mal gucken. Ich glaube ja. Ich gehe mir das mal angucken, was die da oben machen. Aber die kommen ja wahrscheinlich eh runter dann. Eventuell. Das ist bestimmt nicht nur einer. So. Ach, hier drüben. Hm? Ach, da hinten hast du dich bestimmt rausgegraben, ne? Oder? Nee, noch nicht. Okay. Also ich habe mich nur durch den Berg durchgegraben, so auch, dass ich auf der anderen Seite wieder durchkam. Moin. Wie viele sind's denn? Eins. Oh, das sind vier fette. Soll ich mal vorbeikommen? Nö. Aber du kannst mir einen Party-Invite schicken, wenn du willst. Dann teilen wir uns die XP, Erik. Ah ja, hier ist mein Party-Invite. Ach cool. Zack, guck mal. Ja, nice. Kann ich wieder Fett abstauben nebenbei. Bumm. Und der Dicken in den Kopf. Bleiben Sie mal stehen, bitte. Bitte nicht so hektische Bewegungen. Ich kann Sie sonst nicht töten. Guck mal die Zahl oben drüber. Oh. Alter, die hat schon drei Pfeile im Hirn stecken und ist immer noch nicht tot. Willst du mich verkackeiern? Der vierte, was frisst die? Die hat gerade Kuchen im Mund. Du triffst immer nur den Kuchen. Oh, Level up. Juhu. Dein Loch ist vollgestopft. Hm? Dein Loch hier ist vollgestopft. Welches Loch? Wo du dich rausgebuddelt hast. Wie vollgestopft? Da waren gerade drei Zombies. Nach oben habe ich mich nicht voll rausgebuddelt. Die haben sich reingebuddelt. Ach so. Oh. Okay, krass. Ja, ja. Heftige Dudes. Boah, weißt du, wie viel Blei ich schon hab? Das ist ja krass. Wie viel denn? Null? Hm, ja. Das ist, wow. Krasser Scheiß. Das Gut an Null Blei ist, da passt viel mehr ins Inventar. Heftig. Toll. Das finden wir gut. Boah, ich weiß halt echt nicht, was soll denn die Scheiße? Ich grab mich jetzt auch mal tiefer hier. Ist das hier dein Loch oder meins? Okay, das ist deins. Omega Lul. Wieso blute ich denn, wenn du das machst? Guck mal. Ai! Voll die Fontänen, Alter. Ja. Ey, das sieht aus wie ein U-Boot hier unten. Die Durchgänge? Ja. Cool, ne? Also ich find's irgendwie cool. Weißt du, was ich uncool finde? Blei? Hm. In Creativeverse hätten wir bestimmt schon Blei gefunden. Logisch. Ja. Das Spiel ist ja auch gut entwickelt. Nein. Nein, nur Spaß. Wieso Spaß? Creativeverse ist bestimmt cool entwickelt, oder? Ich glaube schon, ja. Ich weiß. Ich hab's ja noch nie gespielt. Ich hab keine Ahnung. Nein. Ja, wird's aber Zeit, Tobi.
Ich habe es noch nie gespielt. Gleich morgen geht's los. Hast du nicht morgen Stream? Nicht mal die neue Folge, Creativeverse kommt gleich morgen. Ach so, ja, wahrscheinlich, vielleicht. Also, mal gucken. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, also eine Folge haben wir mindestens noch. Ja, ja, bis zum Blutmond dauert ja eh noch ein bisschen. Also, das wird ja noch ein bisschen, ne? Und ich bin ganz ehrlich, ich würde natürlich noch gerne weiterspielen, aber... einige Sachen hier so anstrengend. Oh, nice! Hast du auch noch Eisenmine gefunden gerade? Nee, noch mehr Steine. Oh, das ist aber cool. Jetzt habe ich Warte mal, ich hab Sand gefunden. Moment. Ja, okay, Sand ist natürlich... Da ist natürlich Boss. Oh, Eisenmine, ja. Hey, hey. Alter. Ja, hier auch gerade Eisenmine. Wobei Eisenmine sind das Schlimmste. Also tief gegraben, ja. Mann, jetzt eine Eisenmine, die mit Blei durchsetzt ist. Oh ja. Oder dass du wenigstens für jeden fünften Stein, den du abbaust, ein Blei bekommen würdest, wie beim Eisen. Ja. Weil ich meine, es kann doch nicht sein, dass da nur Eisen in diesen Steinen, in diesem Geröll vorkommen ist. Es wäre halt ein Dream Come True. Hello Darkness, my old friend. Wenn bei Eisenminen wenigstens in jedem fünften Stein Blei wäre, weißt du? Ja. Das wäre halt auch ganz gut. Irgendwie sowas. Also wenn man wenigstens ein bisschen Blei finden würde, überhaupt irgendwo, wenn man die Chance hätte, irgendwo auch nur ein bisschen Blei zu finden. Aber das ist halt auch echt wieder so, das ist wie mit den Messbechern. Ich weiß halt nicht, wie viel Benzin ich jetzt schon hier versenkt habe insgesamt, ohne auch nur ein einziges Blei zu finden. Zusammen mit der anderen Höhle. Das sind schon ein paar Liter gewesen jetzt. Also meins ist gleich leer. Also ich habe 6000 mitgenommen und ich habe nur noch 2200. Krass. Und das kann es ja nur echt nicht sein. Stell dir mal vor, du musst das mit der Spitzhacke machen. Alter. Ja. Ich verstehe natürlich, wenn man das Spiel nicht zu leicht machen will, ne? Das, um Gottes Willen, das verstehe ich. Das versteht ihr ja hier, aber das ist halt echt schon. Boah, ne. Hey, ich bin Level 120. Nice. Dann kann ich ja diese eine Sache craften, die ich schon wieder vergessen habe. Sie alle. Ich mach Feierabend. Also ich habe jetzt unter der Erdoberfläche gegraben, so fast direkt. Da war nichts. Da habe ich mich einmal quer durch den Berg gebuddelt. Ich habe mich jetzt sehr tief eingegraben. Und hier ist halt auch nichts. Nicht ein verficktes Stück. Entschuldigung.
Entschuldigung, nicht ein verfatztes Stück. Entschuldigung. Ich ärgere mich halt wirklich nur. Es ist auch scheiße, ganz ehrlich. Ist denn dieser gauzende Zombie hier schon wieder? Wo bist du, Junge? So, wollte hier tatsächlich eine Abzweigung machen. Aber vielleicht lasse ich es auch einfach bleiben. Ach, da seid ihr. Hey. Hm? Ach Gott, die buddelt ja immer noch die Arme. Hä? Da in der Grube oder was? Ja. Da graben die immer noch? Eine einzige hat hier gerade noch am ist ja gerade noch am Buddeln gewesen, die Arme. Hier, löst dich mal. Oh. So. Oh. Wie viel hat sie denn gemacht hier bei dem Stein? Wie viel Schaden? Oh, 400 immerhin ungefähr. Oh, 400 von 500? Oh, das ist aber schon viel. Ja, ja. Hat jetzt noch 83 HP gehabt, der Stein. Das, ja, da hat aber jemand, da war jemand sehr motiviert. Auf vielleicht hat sie Blei gesucht. Ja, wahrscheinlich. Und deshalb ist sie zum Zombie geworden. Pisse, ey. Von weißt du, du findest hier diese Resource-Blöcke. Diese was Blöcke? Diese Resource-Blöcke, wo irgendwie Blei drin ist, Eisen und Kohle. Die findest du. Aber du kannst, ja. aber das Spiel will einem erzählen, dass wenn du in die Wand gräbst, fast 30.000 Steine aus so einer scheiß Wand holst, dass du nicht ein Blei findest. Tja. Was ist das für ein Geröll, was dann hier liegt? Das ist doch dann auch. Was, das ist doch Schwachsinn, das regt mich auf. Das macht mich aggressiv. Habe ich jetzt nach oben gegraben aus Versehen? Nee, das kommt mir nur so vor, ne? Ja. Ich kriege ja schon einen Höhlenkoller gerade. Der Gegenstand muss repariert werden, natürlich, klar. Weil sich's auch so lohnt. Der haut einfach ab. Laufst du über mir rum? Ich will ihm einen Zombie hier in den Kopf schießen und der haut einfach ab. Boah, kann der hochspringen. Oh. Vielleicht meint er was. Ja, ich bin genau über dir gerade. Auf jeden. Juhu. Wenn ich hier jetzt hinpisse, was meinst du, wie lange das dauert, bis das bei dir ist? Wie der Tobi sich wieder über andere Leute stellt, weißt du? So ist der halt. Ich bin der König der Welt. Oh, hier ist noch so ein Ding. Komm, nehme ich das mit. Wenn du da oben jetzt Dynamit zündest, ob mich das trifft? Wäre lustig zu erfahren, aber ich glaube, es gibt leider keins, ne? Ich weiß nicht. Kann man nicht Granaten oder irgendwas bauen? Ach ja, Granaten, das stimmt. Das wäre auch mal ganz interessant, Granaten zu bauen und dann weit weg vom Bunker zu werfen, natürlich. Aber machen Granaten hier überhaupt Blockschaden? Ich glaube nämlich nicht. Ich weiß es nicht. Weil diese ganzen Kronkorken-Minen, oder nicht diese Kronkorken-Mini, diese Minen, die immer hochgehen in den Häusern, die machen ja auch keinen Hausschaden, glaube ich, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre cool, wenn es nicht so wäre, natürlich. Ja. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Hm. Ich muss gähnen. Oh nein. Ja, woran das wohl liegt. Mhm. Okay, Tobi, das sind die letzten 1000 Liter Benzin hier quasi. Ich bin ganz ehrlich. Ich kack inzwischen drauf. Boah, ganz ehrlich, ich kack einfach inzwischen drauf. Es ist mir inzwischen egal, ob wir Blei finden. Weil ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. So, nee, ich bin schon so bin ich schon angekommen an dieser Stelle. Und wenn du da ankommst, dann bedeutet das schon was. Und ich buddle normalerweise echt gerne. Aber ich hätte wenigstens gern ein minimales Erfolgserlebnis. Mm, ihr buddelt an der falschen Stelle. Mm. Das ist mir kackegal. Das ist mir wirklich kackegal. Wenn es irgendeine Stelle gibt, wo man weiß, dass man Blei findet, toll. Schön für die Stelle. Aber ich spiele ja gerade das Spiel, weißt du?
Und ich habe keinen Bock, das Spiel zu spielen, indem ich auf Wiki-Seiten alles nachlese. Und schon gar nicht, wo diese eine bestimmte Bleimine ist oder irgendwas. Nee, naja, das will ich. Sondern ich baue gerade eine 1000 Quadratmeter Mine und finde nichts. Nicht einen Furz von Blei. Und das macht dem Zuschauer keinen Spaß und ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht und mir macht es auch keinen Spaß. Nee, vor allem wenn halt die Bauprozesse halt dadurch irgendwie so dermaßen gestoppt werden, einfach ist das irgendwie doof. Und ich werde halt schon quengelig. Ich hasse das selber. Ja, ja. Oh, guten Tag. Das ist mein Resource-Block, verpiss dich. Wenn du den anfährst, ne? Wenn du hier irgendwas klaust, ich schwöre dir, ich ramm dir einen Pfeil durch den Kopf. Ha, zu spät. Hat er was angefasst? Die hat was angefasst und jetzt klebt, Alter, jetzt hängt deren komischer Hals ohne Kopf hier auf meinem Stein drauf. Ist ja widerlich. Ich hasse das, wenn das passiert. Jetzt hat die meine kompletten Steine und mein komplettes Blei, was ich jetzt hier rausgezogen habe, einfach versaut. Du, dabei musst du auch heute noch Hinkelsteine ausliefern. Mann, ey. Hey, ich bin Level 121. Woo! Das Benzin ist gleich alle, insofern kann ich gleich wieder, ich komme gleich wieder raus und habe die Taschen voller Steine, wie es aussieht. Nicht ein Blei, nicht eins. Oh, da können wir uns ja zusammentun, ich habe auch die Taschen voller Stone. Und nicht ein Blei, ne? Ja gut, ich sammle halt hier oben gerade diese komischen Resource-Blöcke. So ein bisschen, okay. Blei haben, aber es ist halt, das ist ja, das ist auch lame einfach. Das ist einfach total mühsam. Boah, Alter. Oh, Zeit für einen Kaffee, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich hatte ja eigentlich lange Zeit die Hoffnung, dass der Charakter einfach irgendwann einen Herzinfarkt kriegt. Mit dem ganzen Kaffee. Die Hoffnung vor allen Dingen, hä? Du wachst am nächsten Tag eh wieder bei deinem Spawnpoint auf. Ja, das stimmt. Soweit habe ich gar nicht gedacht, verdammt. Hm. Im Gegensatz zum richtigen Leben. Ja, gut, ich sag mal, für alle, die nicht sterben wollen, ist das natürlich cool. Oder wäre das natürlich cool. Aber für jemanden, der vielleicht nicht mehr leben will, ist das eher schwierig. Wenn man nicht damit rechnet, ist es, glaube ich, schwierig. Stell mal vor, da steht die trauernde Familie im Krankenhausbett und alle natürlich todtraurig, ne? Weil der Vater gerade oder so. Und unterdessen wacht der Vater aber wieder zu Hause auf. So, Und muss dann ins Krankenhaus gehen, um seinen Loot zu holen. Also seinen Besitztümer. Und dann steht noch, die Familie steht da noch und wundert sich, warum der Vater plötzlich zu einer Kiste wird. Wo seine Sachen drin sind. So. Irgendwie wäre das lustig. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht schwierig. So, Tobi, ich bin ganz froh. Der Tipp mit dem Wald hat sehr gut funktioniert. Ja, danke. Das freut mich. Ich habe noch nie so wenig gefunden wie hier. Also wirklich noch nie. In keiner von den Minen habe ich so wenig gefunden wie hier. Das ist gut. Ich hoffe, mit den letzten 5 Benzin finde ich hier doch noch Blei und kann nicht mehr graben. Ne, 0 von 0. Ich habe gerade 6000 Benzin verballert. 6000 Liter Benzin. Boah. Leck mich doch fett. So. Für nichts. Gut, ich hab eine Eisenmine gefunden, Tobi. Wow. Ja, Eisen habe ich relativ viel gefunden, da konnte ich mich jetzt nicht beschweren. Aber halt nicht das, was wir suchen, ne? Oh, voll ins Ohr. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ist einfach künstlich verknappt. Ja, das glaube ich auch. Ich verstehe das Warum dahinter. Huch, war ich das? Ich verstehe das Warum dahinter schon irgendwie. Aber es ist halt trotzdem frustrierend. So. La, 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 la. Oh, Entschuldigung. Ich muss wieder klarkommen hier. Ich bin echt dröge gerade von diesem Graben. Bin ich gerade richtig dröge, so. Oh ja.
Ah, du auch, wie ich gerade höre. Hm, nee. Komm, wir spielen! So. Okay, gut. Was ich gerade mal mache, ich mache Audio wieder lauter. Ja, ich muss jetzt auch noch ein bisschen lauter machen, ja. So. Und dann würde ich noch mal ganz kurz gucken, ob ich was skillen kann für die Waffe. Ach so, gut. Das würde ich gerne noch mal kurz gucken. Meiner und das Ding habe ich schon, das ist nicht für die Waffe. Archery. Hast du Archery schon geskillt? Nee, ich will das Buben-Headshot erstmal fertig machen. Was ist Archery? Archery ist für Treffgenauigkeit und sowas, glaube ich. Ah ne, 40% faster Aiming des Bows und Reload und Draw auch faster. Also geht alles schneller dann. Ah, okay, okay. Nee, hab ich noch nicht, Okay, hier habe ich ja jetzt 10 von 10. So, ich habe Dead Eye jetzt 5 von 5. Shotgun Messiah ist eher was für dich. Run and Gun. Könnte ich eigentlich auch machen. Okay, ich guck nochmal. Das ist nichts. Increases Fire Rate for Automatic Weapons 5%. Commando Adrenaline. Each shoot scored with automatic weapons gives you 7 Stamina. Achso, cool. Brauche ich, glaube ich, nicht. Was ist denn Loot-Bonus? Baust du da gerade? Ach, ich will dich gerade abhauen, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Ja, ich bin ganz in deiner Nähe. Wenn ich mit der Wrench 100% mehr Ressourcen harveste, ne, kriege ich dann auch mehr Motoren? Bestimmt, ne? Wenn ich Autos auseinandernehme. Aus Motoren kriegen wir dann wieder mehr Blei. So verzweifelt bin ich. Nee, aus Autobatterien. Ja, oder so. Aber Autobatterien kriegen wir ja auch aus Autos und die kann ich ja harvesten mit der Wrench. Ja. 100% mehr Ressourcen. Mit noch. Kostet mich nur 5 Punkte. Habe ich jetzt gemacht. Aus Verzweiflung, weil ich halt echt nicht weiß, was ich sonst noch machen soll. Jetzt müssen wir erstmal so viele Autos finden. Wobei, das sollte nicht so schwer sein, glaube ich. Ja, das wobei, aber guck mal, wir haben noch in der letzten Aufnahmesession, wo wir bei diesem Shotgun-Messiah waren. Da, guck mal, wie viele Autos du da platt gemacht hast. Mhm. Wie viele Batterien hast du da gefunden? Relativ wenig, aber jetzt finde ich ja doppelt so viele. Ach so. Okay. So, ich kann jetzt übrigens Military Grade und Steel Armor machen und ich kann Gyrocopter craften. Cool. Das ist doch nice. Das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Ach, hier war noch jede Menge Nitrat drin. Alles klar. Oh, warte mal, da steht ein Auto. Achso, unser Auto. Ich wollte gerade schon losharvesten. Hier sind noch jede Menge Benzin drin. Hier sind noch jede Menge Patronenhülsen drin. Okay. Aber keine einzige Autobatterie? Warst du da drüben schon in diesem Gebäude, ja, ne? Ja, das ist das Gebäude, wo ja, da war ich schon drin. Okay. Boah, ich will nichts mehr machen gerade nach diesem Bergminen. Weißt du, wie viele Steine ich habe? Ich habe 12, 24, ja knapp 30. 12, 24, 48, knapp 49, ach, das sind ja nochmal 6. Ja, also, ja, 55.000 oder so, keine Ahnung. Also ich fahre jetzt wieder nach Hause, ne? Ja, ganz ehrlich. Was für ein mega Reinfall. Aber wir haben jetzt Steine, Erik. Boah, ich bin einfach so. Boah, das Grab, dieses Buddel in der Mine macht einen auch so dröge, oder? Ist das bei dir nicht so? Doch. Oh. Ich will nichts machen. Ich will nichts mehr machen. Ich will einfach nur rumstehen und so Maul auf dem Pfeil halten. Ich mach mir gerade einen Eingang.
Oh, hier wieder Grafikfehler mit Texturen. Oh, hier ist eine Schweine drin. Ich glaube, wir stehen gerade. Ja, Mist, ich sehe die nicht, weil ich Texturenfehler habe wieder. Okay, okay, ich guck mal, ob ich die finde. Es ist doch. Das ist doch ja, da hätte ich sie nicht sehen können. Du gehst bei mir gerade in Gras rein. Du bist bei mir in Gras drin. Echt jetzt? Jetzt bin ich auch in Gras drin, jetzt sehe ich die. Wenn ich jetzt rausgehe, ist wieder Gras überall. Alter, dieses Spiel, ne? Also, wie ist das, ja. Das noch. Oh ne, das ist noch eine. Ist die jetzt direkt gespawnt? Ich hab keine Ahnung. Kann ja nicht, ist das ein Block? Na, ich muss nachladen! Alter. Na toll, da sehe ich auch nichts, da sind auch Texturenfehler. Ach Gott, ey. So, ich tue mal 75 Millionen Steine aus meinem Inventar. Möchtest du mir vielleicht gerade dann Blei geben? Dann schmelze ich das ein. Ich hasse dich, Tobias. Ich hasse dich so sehr. Es ist einfach noch zu früh. Oh, Alter, Alter. Was machen wir mit den Steinen? Wir brauchen eine Kiste für Steine. Dass wir das jemals mal erleben, wa? Ich hätte es nie gedacht. Hui. Ja, Tobi, gönn dir. Toll. Oh, es ist ein Trauerspiel. Der Sumstone. Okay, man Eisen kriegt da halt auch nicht mehr rein, ne? Alter. Ich glaube, wir brauchen eine Kiste für die Steine. Oh, die Post war da. Oh, cool. Haben wir Papier? Nee, musst du selber mal. Ist für dich. Kannst du mir vorlesen gerade? Weil ich kann nicht lesen. Nee, guck, hol dir das selber raus. Ich darf das auch nicht rausholen. Das ist so ein Einwurfanschreiben mäßig. 100 Pro sind da Steine drin. Nee. Okay. Das wäre jetzt. Nee. Das wär... Du hast wirklich Steine reingelegt, ne? Nein. Robi, sind da Steine drin? Nein. Vielleicht ein paar? Nein. Ich schwöre auf meinen Penis, dass da keine Steine drin sind. Du, gut, den hast du aber im Krieg verloren. Das ist jetzt kein guter Schwur. Das ist ja egal. Das ist ja, ne? Das ist ja ist egal. Weiß nicht, ob das, hab das Gefühl, das spielt doch eine Rolle. Nein, da sind keine Steine drin. Ich überlege halt echt, ob ich in einer Etage drauf sitze, aber andererseits, oh nee. Ich bin gerade so, oh. Vorher noch so, ja, hier könnte ich die römischen Etagen noch draufsetzen und jetzt, oh. Dann kam der FPS-Break. Der FPS-Break und dann Bleigate. Gerade echt fertig gemacht. So. Also theoretisch eine Etage wird noch gehen. Theoretisch. Warum habe ich hier... Ach so, weil ich da ja die Dinger... Da wollte ich ja die Gitter drum machen, ne? Hauptsache du hast Spaß, Tobi. Ich bin wie der grüne Oberbürgermeister von hier, weißt du? Ich fahr mit dem Diesel nach Hause und von zu Hause aus fahre ich dann in die Stadt mit dem Fahrrad. Mhm, aber nur da, wo die Leute sehen. Genau. So. Tobi, hör auf. Ich musste das tun, tut mir leid. Ich weiß, du bist gerade auch damaged und frustriert. Ein Bird.
Weißt du, was mir aber bei diesem Minendings mit dem Blei gerade, was mir da immer im Kopf, durch den Kopf ging? Was denn? Als ich so stundenlang nach Blei gegraben habe, 6000 Liter Benzin verbraucht und ich sehe immer nur dieses Grau vor mir, immer nur grau und grau und noch mehr grau. Und dann kam mir so dieses Lied wieder im Kopf. I hurt myself today to see if I still feel. So, das, ja, war das noch? Ja. Johnny Cash war das, ne? Mhm. Hört das Lied auf jeden. War, glaube ich, sogar einer seiner letzten Songs. Ja. Oh, so gut einfach. Ja, Johnny Cash ist, boah. Johnny Cashew. Ja, Tobi, das ist genau das richtige Andenken. leck mich doch, ey. Was für ein Game. Das gibt's gar nicht. Ja. Aber ich könnte zum Händler fahren, ob der Blei hat. Das mache ich dann vielleicht in der nächsten Folge. Oh ja, mach mal. Ja, mache ich in der nächsten Folge. Über 31 Minuten. Soll erfüllt werden. Ach ja, stimmt ja. Pass auf. Ja, okay. Lass mich in der nächsten Folge nochmal schnell 18 Gitter ablegen, dann komme ich mit. 17. Ja, geil. Süße. Alles klar, okay, cool. Tobi, ne, bis zur nächsten Folge, du Schmollmops. Schmollmops bist du denn? Nein. Alter. Nein. Ich kann den Switch nicht. Nein. Was? Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigung, dass wir kein Blei gefunden haben, aber ja. Na gut, ich habe immer ein bisschen was mitgenommen aus diesen Steinen da, ne? 300 waren das ungefähr. Oh, okay, das ist aber schon mal cool. Ja. Ah ja, das ist wenigstens was. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Wir steuern auf den Blutmond zu. Es kann nicht mehr lange dauern. Nee, und das danach stimmt. Mal gucken. Nee, das wissen wir noch nicht genau. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Cheerio.